Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Anthologie-Box von Blockmonster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Anthologie von Blockmonster. Es ist eine sehr ungewöhnliche Box, für mich eine absolute Premiere, denn es ist eine mehr oder weniger Best-of-Box von Blockmonster. Und zwar haben wir hier ganze 15 Alben. Sowohl Solo-Alben als auch Collabo-Alben von Blockmonster. 15 Stück an der Zahl. Und im Zusammenhang mit dieser Anthologie auch noch ein Poster und ein T-Shirt. Gut, bevor wir damit starten, nur ganz kurz zur Erklärung. Was ist eigentlich eine Anthologie? Also man kennt ja die Begriffe Trilogie oder Quadrologie etc. Deswegen dachte ich dann ursprünglich, Anthologie wäre vielleicht dann das, ja, die Steigerung, also eine 15-fachige Folge, wie zum Beispiel Trilogie, Quadrologie und dann ist eben 15 die Anthologie. Ist es nicht. Ich zitiere, Anthologie ist eine Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge in Buchform oder im weiteren Sinne eine themenbezogene Zusammenstellung aus literarischen, musikalischen oder grafischen Werken. Es handelt sich um eine von einem Herausgeber verantwortete Publikationsform. Gut, okay, das trifft ja auch zu, also das mit dem Musikalischen ist ja bei Blockmonster der Fall. Nachdem das Ganze hier eingeschweißt ist, werden wir das mal aus dem Plastik befreien und uns das Ganze dann in Ruhe ansehen. So. Das Ganze über Distributions erschienen und zwar exklusiv dort. Also die Box gab es meines Wissens wirklich nur dort zu bestellen. Und sie ist auch auf 500 Stück limitiert und wirklich nur über den Online-Shop von Distributions erhältlich. So, T-Shirt. Gut. Bevor wir zum T-Shirt und zum Poster kommen, schauen wir uns mal die Box an. Also oben haben wir das Logo von Hirntod Records, die Sturmmaske und der Lorbeerkranz. Und dann dahinter sehen wir Blockmonster inklusive zwei weitere Personen, einer Dame. Und zweite Person im Hintergrund, kann ich jetzt nicht sagen, wer das ist. Eventuell zwei Damen sogar. Also Blockmonster und zwei Damen hier abgebildet. Wie man ihn kennt, mit Sturmhaube und Waffe in der Hand, Raidersjacke. Und dann haben wir hier die 15 Alben alle aufgelistet. Und hier haben wir noch einen kleinen Text. Kein zweiter Künstler ist in Deutschland so produktiv wie Blockmonster. Weit über 50 Releases und Features im vierstelligen Bereich sprechen für sich. Viele dieser Releases sind indiziert oder beschlagnahmt, andere schlichtweg ausverkauft. Wir haben uns hingesetzt und eine CD-Box zusammengestellt, die das Schaffen des Berliner Ausnahmerappers mit 15 ausgewählten CDs demonstriert. Von vergriffenen Untergrundklassikern wie dem ersten Teil der Flüsse aus Blut-Serie bis hin zum Chart-Hit Blockhaus ist alles dabei, um neuen Fans die Möglichkeit zu bieten, eine Sammlung aufzubauen und Lücken in den Sammlungen alter Fans zu schließen. Also wir haben hier echt 15 Alben, hier alle 15 Cover 5x3 aufgelistet. Dann haben wir hier ebenfalls die 15 aufgelistet, inklusive halt mit wem das Album war, ob es jetzt ein Soloalbum war oder zum Beispiel mit Rako, mit Schwarz oder mit wem auch immer. Und dann haben wir auf der letzten Seite noch Blockmonster Anthologie, das ist mehr oder weniger das Coverfoto der Box. Also Blockmonster hier mit Sturmgewehr, wenn ich mich nicht täusche, eine Heckler & Koch, eine HK416. Und hier noch einige andere Waffen. Hier wieder die Alben von hinten. Und auf der Unterseite Blockmonster. Sehr schön. Gut, das Ganze in meinen Augen sehr hochwertig. Das ist eine, so eine Kartonbox. Sehr, macht einen sehr stabilen Eindruck. Und da haben die 15 Alben eben hier Platz und sind dann hier an der Seite rauszuziehen. Ist uns jetzt verloren gegangen. So, jetzt haben wir alle CDs. So sieht die Box dann von innen aus, komplett in weiß. Und dann haben wir jetzt hier einen Stapel von 15 Alben. Soweit ich es jetzt gesehen habe, chronologisch. Also sie beginnen von oben nach unten
mit dem ältesten und enden dann unten mit dem, neuesten, mit dem letzten Release. Gut, nachdem diese 15 Alben allesamt eingeschweißt sind, werde ich euch das jetzt ersparen, wie ich diese 15 alle auspacke, werde jetzt kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Alben entsprechend entpackt sind. Bis gleich. So, jetzt haben wir alle CDs hier aus der Folie befreit und jetzt machen wir mal kurz Platz. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was uns hier alles erwartet. Also als erstes, Flüsse aus Blut von Blockmonster und Schwarz. Hier die Tracklist, 19 Tracks. So sieht das Ganze von innen aus. Blockmonster und Schwarz. Einmal. Dann haben wir Blockmonster und Smokey, zu hart für den Markt. 19 Tracks an der Zahl. So sieht das Ganze aus. So. Dann Nummer 3. 2050 von Blockmonster und Schwarz. 17 Tracks. Desperados von Blockmonster und Schwarz. 18 Tracks bzw. 17 Tracks und ein Instrumental. Blockmonster, ein Mann-Armee. 16 Tracks. Ja, 15 Tracks und auch hier wieder eine Instrumental-Version. 15 Tracks plus Instrumental. Dann Blockmonster, Uzi und Schwarz im Fadenkreuz. Die wahre Geschichte der Hassrapper. 18 Tracks an der Zahl. Krieg und Frieden von Blockmonster und Uzi. 16 Tracks an der Zahl. Dann Blockmonster mit der Maske. Zwei CDs in diesem Fall und insgesamt 30 Tracks, also 15 pro CD. CD1. Und CD2. Dann Blockmonster und Rako, wir bringen das Drama, Teil 1, 18 Tracks. So.
Blockmonster und DJ Quarks, Scheiß auf Hip oder Hop. 15 Tracks. So sieht das aus. Dann haben wir Blockmonster Doom Rap. 20 Tracks. Ah, jetzt habe ich es erst falsch gemacht. So, jetzt steht es richtig. Blockmonster und Rako, wir bringen das Drama Teil 2. 21 Tracks an der Zahl. Sechzig von Blockmonster und Schwarz. 19 Tracks bzw. 18 Tracks und ein Instrumental. So sieht das aus. Von Blockmonster, Robo Block, 15 Tracks, und das letzte der 15 von Blockmonster, Block House, 19 Tracks. Also, 15 Alben an der Zahl. Hier seht ihr sie nochmal. Es ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach das zweite Mal, dass es sowas überhaupt gibt in der Geschichte des Deutschrap. Kollega mit seinem Legacy Gold Award hat ja etwas Ähnliches gemacht, also seine bisherige Diskografie mehr oder weniger in eine Box, in diesen Gold Award zusammengepackt. Und jetzt die Anthologie von Blockmonster, das zweite Mal, dass so etwas gemacht wird. Ich finde es eine nette Sache, gerade bei Blockmonster ist es sehr gelungen, da, das sagt ja schon die Beschreibung, dass viele Sachen entweder ausverkauft sind oder, was glaube ich viel eher das Problem ist, bei Blockmonster Releases indiziert sind. Also ich glaube, es gibt keinen Rapper, der mehr Alben auf dem Index hat oder mehr Anzeigen, mehr Geldstrafen, mehr SEK-Einsätze und mehr Anwaltskosten in seinem Leben mit Deutschrap schaffen zu verantworten hatte, als der gute Blockmonster. Ich finde den Herrn sehr sympathisch, gerade auch die Interviews kann ich mir immer sehr gut geben. Über den Rap, ja, lässt sich streiten, ist nicht ganz so meine Thematik. Ab und zu höre ich mir ein paar Tracks an, aber auf Dauer ist mir das dann doch etwas zu einseitig oder zu anstrengend. Aber ich muss sagen, die Box ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Und wir kriegen ja nicht nur die 15 Alben plus diese Sammlerbox dazu, sondern es gab, um das Ganze noch abzurunden, ein Poster noch dazu. Dieses Original unterschrieben von Blockmonster. Sieht so aus, im Hochformat. Und dann auch noch ein T-Shirt. Und dieses war, was mich sehr freut, immer größentechnisch frei wählbar. Bedeutet, ihr konntet selber bei der Bestellung über Distributions auswählen, in welcher Größe ihr das T-Shirt gerne hättet. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Gab es meines Wissens von M bis XXL. Hier unten lesen wir Blockmonster Anthologie. Dann haben wir den guten Mann hier wieder mit der
Heckler & Koch, meiner Meinung nach HK416. Und dann hier noch die Info, ein BC in der Größe M. Prozent Baumwolle und das Ganze made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier Blockmonster groß über die gesamte Fläche in seinem klassischen Raiders Outfit mit der Waffe und der Sturmhaube, der Sturmmaske. Blockmonster Anthologie lesen wir hier. Ansonsten das T-Shirt komplett in schwarz gehalten und hier eben der weiß-schwarze Aufdruck. Gefällt mir gut, passt auf jeden Fall dazu. Klassisch Blockmonster, wie man ihn kennt. Sehr, ja, sehr gewaltig oder sehr martialisch hier auftretend. Aber kann man durchaus tragen, dieses T-Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe konntet ihr euch frei auswählen. Das signierte Poster, einseitig bedruckt, im Hochformat. Und die Anthologie-Box von Blockmonster, inklusive 15 Alben, sowohl Kollabo-Alben als auch Solo-Alben. Das Ganze auf 500 Stück limitiert, hat auch natürlich einen stolzen Preis von 129,90 € gehabt, aber in meinen Augen auf jeden Fall trotz des Preises eine gute Anschaffung. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. von Blockmonster? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.